Hallo Leute, ich mache jetzt die Ansage, weil Revi es nicht gemacht hat. Heute spielen wir Bus-Simulator mit einer Brille, die einen Alkoholgehalt von 4 Promille simuliert. Viel Spaß und viel Spaß. Okay, wo? So, der rote Knopf. Da? Ja, ja. Oh, Maschallah, ich komme gerade mit 1, auf die 1. 1? Noch nicht, die steigen noch ein. Die steigen noch ein. Okay, und losfahren. Meine Frau wartet da noch. Losfahren. Die Frau wartet noch. Ich sehe da keine Frau. Lass die Frau rein. Hey. Ehre, hallo. Was will die von mir? Eine Fahrkarte. Wie mache ich das? Weiß ich doch nicht, du steigst gerade aus. Hilfe, wo bin ich? Wo bin ich? In den Bus rein. Wo ist der Bus? Mit den Leuten, die es interessiert. Ja, da. C? Ja, C. So, und jetzt verkauft der Frau eine Karte. Genau. Steig wieder aus, das ist kein Problem. Was muss ich drücken? Warte, bleib mal so. Guck mal dahin. Nein, du steigst wieder aus. So, okay, langsam. Ja, da, genau. Ja, okay, Einzel. Was? Ich sehe nichts, ich kann nicht lesen. Draufklicken. Wo, okay? Da, wo Einzel steht. Ich kann die Maus. Ja, und ein bisschen links. Ja? Ja, da, klick. Schön, nochmal und nochmal. Standard. Standard. Nein, nicht Minus. Einfach, oh, da ist rechts drucken in grün, das Grüne. Ja. Oh, Digga, das war gut. Hab ich geschafft? Ja. Weg jetzt mit dir, du alte Sau! 0 Euro. Hä? Ich glaube, die Alte hat kein Geld dabei. Möchte ein Ticket, Dauer, Tag. Tagesticket? Nee, du machst gerade eine Woche. Geh da raus! Sie will keine Woche. Ich will die nicht mitnehmen, Mann! Warum macht die so Stress? Mann, ich hab 4 Promille Intus! So, nochmal einzeln. Da? Nee, Tag, sorry. Tag. Da? Ja. Ich kann nicht lesen, was da steht. Boah, mir wird so schlecht. Standard. Das? Ja. Und eins. Perfekt. Das? Ja, drucken. Nein, du musst dir Geld geben. Warum geht die nicht? Du musst ihr Geld geben. Was? Ich muss ihr Geld geben. 20 Euro. Sie braucht hier weg. 13,80 Euro kriegt sie. Wie? Ja, musst du da auswählen. Blick auf den Zehner. Digga, du gibst. Mann! Okay, wie klicke ich da drauf? Das okay, 10? Warte, du musst ein Stück zurück. Mal hier, weil das Mikrofon ist viel zu laut. Alle schreiben es rein. Komm, wir nehmen es mal rüber. Warte, ich mach's mal so. Okay, Leute. Okay, wir probieren es leiser zu machen. Ich mach das Mikrofon mal ein bisschen leiser. Ja, oder so. Stop it. Get some help. Okay, komm, let's go. Fahrkarten. Wie viel kriegt die? Die kriegt noch 8,30 Euro. Einmal 5? Ja, Mann. Und links? Das ist schon gut. 4,95 Euro noch. Also irgendwas hast du nicht gedrückt, Digga. Digga, nicht in 5er, das ist zu viel. 2 und jetzt 95 Cent. Was hat er genommen, Leute? Gar nichts. Er hat keine Alkoholbrille. Wie komm ich wieder? Deine Tür schließen, auf den roten Knopf. Oder ja. Nee, 1. Geht das mit einer 1? Ja. Nee, ich hab schon. Und jetzt? Ja, und jetzt einfach straight up, Digga. Einfach geradeaus. Rein. Kann ich fahren? Du hast gerade den Warnblinker angemacht, aber ist auch besser so. Wissen die anderen Fahrer, wenn du so besoffen bist. Nur nicht die Türen aufmachen. Auch keine Scheibenwischer jetzt. Hast du einen Scheibenwischer angemacht? Du brauchst aber keinen Scheibenwischer. Ich will fahren. Ja, dann fahr doch. Ich kann nicht. Ich drücke die ganze Zeit weh, aber es fährt nicht. Du hast einen Warnblinker an. Ja, du musst schalten wahrscheinlich, ne? Feststellbremse. Ah, du rollst. Du fährst. Gut, dass der Scheibenwischer an ist. Ich sehe gar nichts. Das ist ein Auto. Hör mal, du hast jetzt Menschenleben in deinem Bus. Du musst mir sagen, wenn ich anhalten muss. Ja, ich sehe noch nichts. Und dein Auto. Nee! Wenn etwas vor ihnen ist. Was hat die gesagt? Weiß ich nicht. Ich glaube, du musst sie rausschlagen. Aussteigen! Es geht nicht! Du bist mitten in der Busfahrt! Ich will aussteigen! Nein! Feststellbremse. Wo ist weiter! Die? Nein! Das gibt's nicht. Wer hat das gesagt? Du? Hier, bitte. Zeig Fahrkarte! Geil! So, was mit dir? Klar, ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Zeig mir deine Fahrkarte! Tür ist auf. Oh, Hydra. Na, hör mal! Boah, Junge. Junge, du bist ich mitten. Ich konnte gleich. Mitten auf einer Bundesstraße und du bleibst einfach stehen. Ne, jetzt hast du beide Türen offen. Ja, jetzt ist vorne zu, aber hinten auf. Aber ist egal, fahr einfach los. Ist lustiger, komm frische Luft rein. Ne, das ist jetzt wieder aufgemacht. Ja, und der auch. Die hupen schon. Ah, ne, jetzt hast du wieder aufgemacht. Nur einmal klicken. Ja, ne, jetzt hast du. Digga, du klickst zweimal. Mach doch keinen Doppelklick. Sie ist immer noch offen. Wo muss ich lang? Weiß ich doch nicht. Ich sehe gar nichts. Immer der Nase nach. Einfach weiter. Nee, rechts. Ey, du fährst am Bürgersteig. Da kommt. Oh! Nein! Die sagt, guck nicht auf die Straße. Ich habe 4 Promille Intus, Alter, mit dieser Brille. Nein, nicht da in das Haus. Genau, geradeaus. Ja. Sag mal, hast du einen an der Waffe? Sah aus wie ein Baum, der aber am Boden lag. Ja, du bist bei der Waycard auf der Gegenfahrspur, aber. Bin ich? Da ist ein Auto. Nee, ja. Ach, nimm mit. Ist egal. Wann anhalten? Hier? Ja. Oh! Ich glaub, hat eine Person totgefahren. Warnblinker, Scheibenwischer, aus. Scheibenwischer. Oh, du hast ja ausgemacht. Nice. Die Leute steigen ein. Halt außer der Typ, weil der ist halt tot. Boah, wenn ich du wäre, ich würde einmal die Fahrkarten kontrollieren. Das reicht. Irgendwann. Okay, und losfahren. Ja, du musst wieder nach links. Nicht so weit nach links. Oh! Nee. Lamborghini, Standardskill. Ich sehe nichts. Ich kann nur schämen, der Arm. So, ja, das war ganz dicker. Das war haarscharf. Sehen Sie auf die Oh, Leute. Wer baut denn sowas überall hin?
Ich weiß ja nicht, das ist ein Bürgersteig. Aber ich muss an der Stelle echt mal sagen, also das ist wirklich eigentlich so, wie du auch in Real Life fährst, wie du gerade fährst. Dein Gesicht mit der Brille noch hässlicher aus. Danke für den Zap, wer auch immer das war. Rechts? Ja, aber jetzt jedes Mal, Leute, rechts? Jedes Mal, wenn Revi einen Unfall baut, eine Nackenschelle. Du fährst gerade gegen einen... Geradeaus? Ja, geradeaus. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Junge, ich weiß auch nicht. Ach, da unten ist blau. Ja, geradeaus. Immer der Nase nach, Digga. Schön geradeaus fahren. Ab jetzt jeder Unfall Nackenschelle, ich sag's dir. Hier rechts zur Bushaltestelle, rechts zur Bushaltestelle. Da steht aber keiner. Let's go. Vorsicht, da ist eine Bodenwelle. Was hat er gesagt? Ob du blind bist. Lass die arme Frau in Ruhe. Du bist die Frau. Geh aus der Frau raus. Ich will in die Frau rein. Ey Leute, was machen wir hier? Bist du die gerade, oder? Weiterfahren. Ja, vielleicht wollten die auch aussteigen. Nee? Nee. Nee. Geradeaus? Ja, geradeaus und da ist jetzt rechts zur Haltestelle gleich. Hier ist ein Formel-1-Auto gerade. Oh, bitte bau einen Unfall, Alter, meine Hand juckt schon. Da schreiben gerade Leute Coronavirus im Bus. Das Coronavirus wird, im Bus? Das würde ich mal überprüfen. Aussteigen wirklich. Quarantäne, lass sie niemals wieder raus. Safe ist der Typ hinten gewesen. Ich hab's gesehen. Okay, 1 und 2. Türen auf. Boah, Junge. Ich glaube, ich hatte mal 5 Minuten und ich habe so Augenschmerzen und Kopfschmerzen. Ne? Der Nachteil ist, da kommen ganz viele neue Leute und die wollen wahrscheinlich alle ein Ticket. Hört doch einfach Karten zu kaufen. Ich kann nicht lesen! Das wissen wir leider. Einzel! Standard! Ja. Wechselgeld! Ja, 60 Cent kriegt sie. Einmal 50 draufklicken und ein 10er. Ich sehe schon kommen, die alte, die hatte kein Ticket, Digga. Die ist einfach reingegangen. Oh. Augenblick da hier. Ey, du hast gerade Dingens. Die hat keine Fahrkarte. Habe ich eine geratet? Ja, die hat 120 Euro bezahlt. 120! Ja, die steigt nicht aus. Aus meinem Bus? Die hintere, ja. Wieso hat die jetzt eine? Ja, jetzt hat die eine. Kann man das nicht immer. Hat das per App gekauft gerade. Dein Kopf sieht so scheiße aus, Bobby. Ich kotze gleich hier hin, ne? Sieht doch ohne Brille. Richtig. Ist Open World, ne? Ja, moin, 100. Was? Digga, wo läufst du hin? Warum hast du grüne Haare? Wer bin ich? Wo rennst du hin? Bei dir sitzen aber Leute im Bus. Nein. Doch. Wo geht's hier lang? Oh, Digga. Wo laufe ich lang? Ich weiß es nicht, aber ich wette, du findest den Weg nicht mehr zurück zu deinem Bus. Ey, da kannst du schwimmen gehen. Nice. Nee, geht leider nicht. Gehen wir zum Bus. Von hier aus? Ja. Nee, 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 ich laufe nur ein bisschen weiter weg, weil ich kann mir Wege sehr gut merken. Warte ganz kurz. Okay. Na, wo ist der Bus? Oh, du Wichser. Ich muss mich am Wasser orientieren. Boah, 10 Euro, wenn ich den Bus finde. 10 Euro, wenn ich den Bus finde. 10 Euro, wenn ich den Bus finde. Ich hab kein Geld. Stell dir vor, dieser Busfahrer mit grünen Haaren rennt einfach aus deinem Bus raus. Ich finde das witzig. Ich wollte gerade 10 drücken für Optifine, aber geht nicht. Steht hier ein Bus irgendwo? Ich kann nichts erkennen. Ah, hier. Ah, hier. Ah, da ist er ja. Gleiches Endstation, ne? Du fährst mittig. Du blinkst die ganze Zeit. Du fährst mittig. Hallo, fahr mal auf deine. Du überholst. Nein, es gibt... Uch, Digga. Wir haben Zeit gut zu machen. Warum blinkst du die ganze Zeit rechts? Ich weiß nicht. Ja, du musst rechts. Da rechts, die Haltestelle, ja. Nee, nein! Bitte alle aussteigen. Ja, nee, ja. Ja, das fragt man sich an der Stelle auch. Wir sind noch was da. Machst du? Du stehst, weiß ich nicht, in so einem Eingang von einem Haus gefühlt. Fahren wir zurück, rückwärts. Einfach rückwärts, gerade, nicht lenken. Gerade, Junge, diese Leute denken, du bist komplett los. Was ist einen an der Waffe? Ja, das frage ich mich ich aber auch. Ich stecke hier fest. Ja. Wir müssen... Egal, lass einfach raus. Wer, was? Dein Ehemann kann besser einparken? Ja, dann heirat ihn doch. Hä? Fahrräder? Ja. Ich will eins haben. Kannst du nicht klauen. Du hast die Strecke beendet. Kehre zur Garage zurück. Nee, wir gehen jetzt die ganze Zeit dieser Frau hinterher. Wir verfolgen jetzt den hier. Dann wohnt die hier in der Bushaltestelle? Ja, die chillen hier einfach. Otto Podcast. Was steht da? Ja, Leute. Wir haben es geschafft, Mann. Wir haben es geschafft. Wir sind sehr erfolgreiche Busfahrer. Wir hatten kaum Komplikationen. Boah, ey. Junge. Wie komme ich jetzt hier raus? Ja, man kann nicht mehr raus. Oh. Das, ist wie bei uns in der Einfahrt hier. Wollte gerade sagen. Ich glaube, du bist jetzt aber hinten gegen den gefahren. Kann das sein? Nee, du kannst nicht. Links ist eine Laterne, Junge. Ja, aber da stehen ja überall Autos. Die fahren ja nicht weg. Ja, keine Ahnung. Ja. Mach mal die Brille vor die Cam. Boah, das ist eine gute Idee. Mach mal. Dann sehen die Leute mal, wie krass dieser Effekt ist. Ja, am besten ohne das Band in der Mitte zu haben. Guck mal, das Band. Das ist halt einfach, Digga, man sieht einfach gar nichts. Ja, moin. Also es ist halt auf den Augen natürlich nochmal anders als bei der Optik, Leute. Krank. Okay, ich bin ein sehr guter Busfahrer. Ich habe mir nochmal ziehen lassen, Lukas. Ich würde sagen, wir beenden den Stream jetzt hier an der Stelle, Leute. Ich muss nämlich gleich kotzen. Ich raide jetzt an der Stelle nochmal, komm, wir raiden, Justin, bitte, lad mich doch mal ein, weil ich...